Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Bei Compliance-Force-Fällen sind Unternehmen gut beraten, selbst Aufklärung zu betreiben. Nur wenn die Unternehmensführung selbst umfassend versteht, was passiert ist, kann sie Verbesserungsmaßnahmen ergreifen und sich auf mögliche behördliche Schritte auch vorbereiten. Zu den vom Vergaberecht geforderten Selbstreinigungsmaßnahmen gehört auch, dass das Unternehmen ernsthaft Selbstaufklärung betreibt. Ergreift das Unternehmen derartige Maßnahmen nicht, droht der Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen. Das kann für manche mitunter auch existenzbedrohend sein. Wir haben daher für Sie in diesem Rechtstipp die 10 wichtigsten Punkte zusammengefasst, die Sie bei internen Untersuchungen beachten sollten. Erstens, legen Sie den Untersuchungsgegenstand genau fest. Welcher konkrete Vorfall und welche Personen sollen eigentlich untersucht werden? Das hilft Ihnen, fokussiert vorzugehen und sich nicht, wie man so schön sagt, zu verzetteln. Werden andere Dinge gefunden, werden sie zunächst geparkt und nicht gleich mituntersucht. Sonst kommen sie nie zu einem Ende. Zweitens, stellen Sie die Objektivität der Untersuchung sicher. Manche Personen gehen mit vorgefassten Meinungen an die Sache heran, so nach dem Motto, das habe ich mir bei dem immer schon gedacht oder da werden wir sicher nichts finden. Das ist für eine objektive Untersuchung problematisch, weil eine getrübte Sichtweise zu falschen Schlüssen und falschen Maßnahmen führt. Aus diesen Gründen ist es mittlerweile State of the Art, die interne Untersuchung von der rechtlichen Vertretung gegenüber Behörden zu trennen. Denn die rechtliche Vertretung will die Realität oft so nicht wahrhaben, wie sie ist. Drittens, bewahren Sie Ruhe und Überblick. In einer Krisensituation bewegen sich Mitarbeiter mitunter außerhalb ihrer gewohnten Bahnen, sie sind nervös und aufgeregt. Das führt immer wieder zu Überforderung und emotionalen, spontanen Reaktionen. Dann wird Wichtiges nicht von Unwichtigem bzw. Dringendes nicht von weniger Dringendem unterschieden. In diesem Moment ist es wichtig, dass jemand das Verständnis für alle rechtlichen Abläufe hat und die Zusammenhänge versteht. Viertens, legen Sie die Methoden der Untersuchung fest. Das klingt recht banal. Das betrifft insbesondere die Frage, was untersucht werden soll. Welche Unterlagen, welche Korrespondenz, welche E-Mails, welche SMS und so weiter. Auch ist die Frage zu beantworten, welche Personen interviewt werden sollen und in welcher Reihenfolge. Weiters, werden Protokolle über die Befragungen erstellt? Und wenn ja, in welcher Form? Wo werden diese aufbewahrt? An wen werden diese gesendet? Fünftens, bestimmen Sie das Untersuchungsteam. Das ist nicht nur eine Frage der Verfügbarkeiten, also wer hat Zeit, sondern insbesondere der Expertisen. Die Teammitglieder müssen Trüffel von gewöhnlichen Pilzen unterscheiden können, sonst meinen sie etwas gefunden zu haben, wo nichts ist. Externe Expertise kann natürlich helfen. Sechstens, legen Sie Berichtsinhalte und Berichtswege fest. Beantworten Sie also die Frage, an wen wird was, wie und wann berichtet. Beachten Sie dabei, dass mit schriftlichen Berichten Sie mitunter Beweismittel gegen sich selbst schaffen. Siebtens, planen Sie die Unternehmenskommunikation nach innen und nach außen. Sowohl die internen als auch die externen Stakeholder wollen mehr oder weniger laufend und nach Möglichkeit sofort informiert werden. Dazu kommen Medienanfragen, auf die kurzfristig reagiert werden muss. Achtens, treffen Sie die notwendigen arbeitsrechtlichen Maßnahmen. Setzen Sie zeitnah die notwendigen Maßnahmen im Bereich des Arbeitsrechts, also insbesondere Abmahnungen, Kündigungen oder Entlassungen durch. Neuntens, entscheiden Sie darüber, ob Sie den Sachverhalt den Behörden mitteilen wollen und ob Sie gegebenenfalls und inwieweit Sie gegebenenfalls kooperieren möchten. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass sogenannte Selbstreinigungsmaßnahmen, damit meint man die Kooperation mit den Behörden, vorgeschrieben sind, um weiter am Verfahren teilnehmen zu können. Gleichzeitig macht es aus Sicht des Unternehmens womöglich wenig Sinn, sich laufend selbst anzuzeigen und damit Verfahren gegen sich selbst auszulösen. Diese Gratwanderung müssen Sie beherrschen. Zehntens, und das ist das Wichtigste in die Zukunft gerichtet, verbessern Sie das Compliance-Management-System. Mit der Abarbeitung des konkreten Vorfalls ist es eben nicht getan. Sie müssen überlegen, was ist in Ihrem Compliance-Management-System zu verbessern, damit derartige Vorfälle nicht wieder passieren. Merzen Sie Schwachstellen kompromisslos aus. Zu guter Letzt, interne Untersuchungen sind glücklicherweise bei den meisten Unternehmen nicht auf der Tagesordnung. Sie sind daher für alle Kolleginnen und Kollegen Ihres Hauses eine außergewöhnlich belastende Situation. Holen Sie sich daher externe Spezialisten an Ihre Seite, die das mehr oder weniger täglich machen. Das hilft wirklich. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen zum Thema interne Untersuchungen haben,
stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. Viel Glück!